Herzlich willkommen zu einer neuen Folge in der Asia-Mod für 7 Days to Die. Die Horde ist überstanden. Das war gestern. Und ich habe hier auch schon wieder neue Zombies. Und ich muss mal gucken, was überhaupt von meiner Hordenbasis, das ist das Tor da vorne, die hat das gut überstanden. Aber ich würde gerne wissen, wie viel Schaden sie genommen hat und aus welchem Material die überhaupt bestand. Ich habe keine Zeit gehabt, vorher nachzugucken. Und hier ist schon wieder die Hürde los. Deswegen gucken wir erstmal hier draußen. Ich mache mal hier hinten und gehe dann Richtung Tor. Aber ich muss ja weiter aufleveln. Ich brauche noch ein paar Werkbänke. Da ist noch einiges zu tun. Ugh. Und man darf nicht nachlassen. Die Morgenhorde ist dafür sehr günstig. So. Was ist mit euch da hinten? Könnt ihr mir doch auch noch machen. Ein oder so. Nee. Ich habe immerhin geschafft, 2 Punkte aufzuleveln mit dem Bogen in der letzten Nacht. Oder vielleicht sogar 3, ich weiß gar nicht mehr. Ich habe jetzt beschlossen, weil ich noch Steinpfeile übrig habe, mit denen weiterzumachen. Die waren nämlich so ein bisschen... Ah, Level up und ich habe einen Fertigkeitspunkt. Okay, fehlen mir nur noch 4 bis zur nächsten Werkbank. Aber jetzt ist es Zeit, mal zu gucken. Ich kann natürlich nichts reparieren. Ich habe fast gar kein Holz mehr. Und Cobblestone habe ich, glaube ich, überhaupt nur total wenig. Aber ich habe ja auch noch eine Woche Zeit, da ein bisschen Material zu sammeln. So, das ist meine Hordenbasis. Die Zombies haben sich vor allem die Pfosten vorgenommen. Und ich hatte eigentlich gehofft, sie würden sich auf die Mauer konzentrieren. Das hat auch funktioniert. Den hier haben sie ganz schön. Eisen. Ah, ja, Eisen könnte ich natürlich besorgen. Okay, das hier ist auch schon ganz schön runter. Gut. Und hier auch. Das war, glaube ich, ganz schön knapp. Vielleicht verstärke ich die nochmal irgendwie. Oh, 2 von 50. Ich glaube, ich werde da sehr schnell nochmal. Das mache ich vielleicht tatsächlich heute noch so ein bisschen hier. Mal was aufwerten. Was ist das da hinten? Oh, da liegt noch was. Fantastisch. Ein Wasser. Okay. Oh, das ist Beton. Beton gibt es gar nicht. Habe ich gar nicht. Kann ich auch nicht machen. Auch nicht absehbar. Aber das heißt auch, das wird noch eine Weile halten. Und danach kann ich die ja auf Eisen oder so. Was ist das eigentlich? Ah. Weg damit. Gut. Dann besorge ich mal ein bisschen Eisen. Und ja, ich muss nochmal zurück. Ich habe auch eine Quest. Ich muss zurück ins Dorf, mal noch mehr Sachen holen. Und ich habe da auch noch eine Quest. Vielleicht mache ich das als erstes. Wo ist sie denn? Hier, Stufe 1 abholen. Das war ein bisschen größer. Ich weiß jetzt nicht genau, ob ich hier eigentlich rauskomme. Zur Not eben mit Woodframes. Ach so, halt, ich wollte eigentlich die Werkbänke und sowas machen. Ah. Vielleicht besorge ich erstmal ein bisschen Eisen. Die Frage ist, wo? Ich habe ja keine Map. Noch nicht jedenfalls. Und ich kann das also nicht auf der Karte sehen, wo es Eisen gibt. Ich bin schon ein paar Mal an welchem vorbeigerannt. Allerdings habe ich es mir nicht markiert. Und im Moment zumindest kann ich mich nicht dran erinnern. Aber das ist nicht so schlimm. Ich laufe einfach nochmal einmal rum und den nächstbesten Eisen... Oh, hier gibt es eventuell Honig. Jawoll! Sobald ich den Irori-Ofen habe, kann ich dann vielleicht auch einfach, ich glaube, Obstsalat machen. Da ist ein Hühnchen, das wäre gut für Federn. Jetzt frage ich mich gerade, was fehlte mir denn noch für die Werkbänke? Ich gehe nochmal kurz nach Hause und schaue, ob ich eventuell so eine Werkbank ansetzen kann. So, 2 Slots sind noch frei. Und jetzt ist noch einer frei. Ich muss möglichst schnell diesen Rucksack bauen, weil so ist das echt kein... Das ist kein Zustand mit dem kleinen Rucksack. Steine habe ich 100. Nicht richtig viel, aber auch nicht richtig wenig. Holz fehlt mir. Da nehme ich mal ein bisschen was mit. So, 3 Birnen auch gleich noch eingepackt. Dann nochmal kurz nach oben.
Ah, Knoblauch, habe aber keinen Platz mehr. Na? Das dürfte Nitrat sein. Was ich möglichst schnell auch will, ist sowas. Oh, nochmal. Ist nicht wahr. Nochmal ein Irori-Kochtopf. Okay, dann hätte ich den anderen gar nicht mitnehmen müssen. Das läuft ja ganz gut heute. Und da ist auch Eisen. Perfekt. Jetzt habe ich allerdings die Taschen voll. Moment, da war doch irgendwie so ein Baumstumpf. Da kann alles rein, was ich gerade nicht brauche. Dann nehme ich auch gleich noch ein bisschen Eisen mit. Wo ist mein... Ah, ich habe hier eh noch zwei Slots, habe ich jetzt sogar. Sehr gut. So, ich glaube, ich habe zwei Dinger Eisen weggekloppt. Das sollte zum Bauen einer Werkbank reichen. Und jetzt sind die Zombies auf mich aufmerksam geworden. Die müssen jetzt erstmal weg. Ich weiß gar nicht so richtig, womit ich zuerst anfangen soll. Wo ist der nächste Zombie? Hier, ich bin jetzt besser geworden. Nee. Ah, Holzknüppel. Komisch. Ja, dann. Ja, das war's schon. Gut, da ist noch mehr Eisen. Das ist ja super. Also ein Spot direkt vor der Tür. Ich bringe jetzt mal die Sachen nach oben. Und ich glaube, wenn ich jetzt eine Werkbank oder sowas baue, dann dauert, oder ein Irori hier, das dauert viel zu lang. Ich gucke lieber gleich nochmal, was mir dafür fehlt, damit ich heute Nacht, wenn ich hier inne rumsitze, diese Sachen einfach bauen kann. Also, ich brauche für einen Irori, für einen einfachen Irori Holz. Oh, Holz. Großes Problem. 250. Lehm. Seil, da habe ich auch nicht mehr genug. Steine, das reicht. Und Kochtöpfe habe ich mittlerweile genug. Die stacken sogar. Und so, ich habe noch 11 Seile, das reicht nicht. Und 32 Steine hatte ich zur Seite gelegt. Mache ich mal das hier noch rein. 32 Steine. So, wie war das nochmal? Auch 20 Steine, das ist okay. Kochtopf, Lehm hatte ich, glaube ich, hier reingepackt. Nee. Doch, Lehm hatte ich hier reingepackt. Das heißt, den kann ich machen, wenn ich genug Holz organisiere. So, und was ist mit der Werkbank? Für die brauche ich auch nochmal 250. Oh, ich brauche 500 Holz. Wow. Ich brauche 500 Holz tatsächlich, ja. Und was brauche ich noch? Eisen habe ich. Seile brauche ich auch nochmal 20. Das heißt, ich brauche 40 Seile insgesamt. Kerzen habe ich mitgebracht. Eine Steinaxt kann ich machen. Sehr gut. Dann muss ich jetzt hier schon mal allmählich die Sachen irgendwo unterbringen. Gerade kein Platz mehr. Aber so ungefähr könnte das gehen. So, kann ich denn... Achso, ich bräuchte jetzt Holz, um schon mal den Irori... um einen Irori zu bauen. Vielleicht nehme ich die Sachen mit. Ich will jetzt doch nicht mehr zur Quest. Ich will jetzt erst diese Werkbank und den Irori bauen. Oh, Wetter zieht zu. Ich fange mit dem Irori an und mache dann die Werkbank. Und dafür brauche ich Lehm, Seil, Steine habe ich auch noch dabei. Und Holz muss ich holen. Wieso ist es denn so finster? Okay, ich mache mal Licht an. Das ist ja krass. Okay, ich kann noch Gras besorgen. Das lasse ich jetzt mal hier. Seil habe ich gesagt. Lehm brauche ich. Oh, das regnet. So, ich glaube, ich brauche nur die 100. 20 Seile, kleine Steine, den Irori-Kochtopf.
So, jetzt brauche ich nur noch Holz, dann kann ich den Irori machen. Ich hoffe, mir passiert unterwegs nichts. Kann jetzt leider nicht warten, bis es aufhört zu regnen. Das würde zu lange dauern. Aber es ist ein sehr ungemütliches Wetter, das muss ich schon sagen. Gleich mal die nächsten Bäume. Hier ist auch noch Holz gelagert. Das nehme ich auch. Da fällt tatsächlich ziemlich viel raus. Das ist toll. Ich kann gar nicht genau erkennen, wie dieses POI hier aufgebaut. Ah, es lag hier direkt. Okay. Gut, dann weiter zum nächsten Baum. Und hier ist auch noch mal Holz. Aber ich glaube, den Irori könnte ich jetzt schon machen. Nee, was fehlt? Seil. Seil. Okay, dann erstmal noch Gras für mehr Seile. Echt dunkel wie in der Nacht fast. Aber wenn ich eine Werkbank habe, kann ich vielleicht endlich zumindest für mein Zuhause einen Fackelhalter, einen Kerzenhalter bauen und damit dann ein bisschen beleuchten. So, ich habe 29 Seile und auch noch 11 mehr, aber damit sollte ich jetzt erstmal den Irori ansetzen können, damit der schon mal im Hintergrund läuft. Das dauert bestimmt auch ewig. Ja. Irori Kochherd. Jawohl. Ich brauche jetzt noch mehr. Wie viel Holz habe ich jetzt noch? 180. Ich brauche nochmal mindestens 100 Holz und natürlich dann für alles, was ich selber so brauche, nochmal ein bisschen mehr. Und ich brauche nochmal jede Menge Gras für Seile. Das ist echt ganz schön viel. Aber ich habe ein paar Punkte gelevelt in der Zwischenzeit. Das ist ganz gut. Und zwar die ganz unterschiedliche Geschichte. Ah nein, das ist natürlich. Oh nein. Achso, ja doch, muss ich ja. Okay, ich kann die nächsten 10 Minuten jedenfalls keine Axt benutzen. Das heißt aber auch, ich kann kein Holz hacken. Das war ja blöd. Das habe ich nicht bedacht. Aber ich könnte mir natürlich einfach eine neue. Ach nee, eine neue würde ja auch da durchlaufen. Dann muss ich in der Zwischenzeit ein bisschen Gras kloppen und andere Dinge einsammeln. Und vielleicht ein paar Zombies auf die Mütze geben. Kann ich denn das Holz auch so mitnehmen? Das dauert ja ewig. Dann nehme ich doch ein bisschen Gras mit. Die frische Sorte. Ich glaube, das gibt mit der Faust, das gibt bestimmt auch irgendeinen tollen Skill. Und ich kann Holz mit der Faust einsammeln, indem ich diese Büsche hole. Die sind ja auch ganz ordentlich. So. Ich habe nicht genug Ausdauer. Hole ich mal kurz Luft. So, wenn das alles gut geht heute und ich nicht zwischendurch irgendwie sterbe oder sowas, dann habe ich am Ende des Tages oder zumindest am nächsten Tag dann, das dauert ja alles relativ lang hier, diese Iruri jetzt zum Beispiel noch 8,5 Minuten, dann habe ich am Ende des Tages eine Werkbank und eine Iruri-Kochstation. Das ist ziemlich cool. Nur ein bisschen blöd, dass ich das mit der Axt übersehen habe. Ich hätte mir einfach vorher gleich zwei machen sollen. Aber jetzt die Irori-Kochstation nochmal abbrechen, könnte ich eigentlich auch machen. Oder ich gehe dabei einfach Zombies kloppen. Oh, die Keule hält auch nicht mehr ewig. Jetzt auch die Pfeile wieder einsammeln. Jawoll. Und der. Was? Also mit seinem Tod hatte ich definitiv nichts zu tun. Seine Zeit war einfach abgelaufen. Das ist ja bitter. Okay, was haben wir hier noch? Wie sieht's denn aus? Ich weiß nicht mehr genau, wie viel. Ja, gut, mir fehlen dann noch drei Seile und ein bisschen was zum Reparieren des Bogens.
Also könnte ich... Brauche ich in erster Linie Holz. Und ich muss ein bisschen meine Waffen schonen. Mal gucken, ob ich das mit diesen Büschen zusammenkriege. Das ist ein bisschen mühsam. Habe ich in den schon reingeguckt? Nein. Oh, noch mehr. Ah, das gibt zumindest... das gibt zumindest Kerzen. So, was habe ich noch? Ah, von denen hier habe ich auch ein paar eingesammelt. Und dann habe ich vorher einen Punkt in Landwirt gekriegt. Hier zum Beispiel jetzt nochmal. Sehr schön. Ich weiß zwar noch nicht, was ich mit dem Hanf mache, aber Landwirt... Oh. Oh. Fast hätte ich ihn übersehen. Und was hüpft da hinten? Na, noch mehr? Nee, ist neuer. Jetzt, komm schon. Meine Keule hält nicht ewig. Vielleicht packe ich hier das Messer schon mal, für den Fall, dass das nicht so lange hält. Und das hier wäre auch so zur Not noch als Waffe zu benutzen. Achso, nee, ich wollte aber ja hier meine Faust einsetzen. Und vielleicht einfach ein bisschen looten. Es gibt hier nichts. Kleine Steine. So, wie weit bin ich? 250 Holz, das reicht gerade so. Alles, was ich jetzt habe, ist extra für mich zum Woodframes bauen und aufwerten. Das ist doch gut. Und ich habe auch noch keine Eier zum Kochen eingesammelt. Ist natürlich bitter, dann Irori Koch jetzt zu haben und nichts zum Kochen, aber gut. Ich könnte mal schauen... Wenn ich noch Pfirsiche finde, könnte ich vielleicht sowas wie Fruchtkompott im Irori kochen. Oh, ich bin durstig. Dagegen kann ich was tun. Und jetzt habe ich aber auch nur noch zwei Slots frei. Das ist natürlich sehr bitter. Na gut, 4,5 Minuten noch. Das ist zu schaffen. Hier ist auch offen. Ja, solange meine Waffen so... runter sind, brauche ich eigentlich auch nicht in ein POI reingehen. Oh, Fernkampf. Bisschen auf Abstand bleiben. Schön. Hast du auch einen Pfeil mitgebracht? So, geht doch. Bisschen verteilt zwischen Bogen und Nüppel. So, was haben wir denn hier noch für POIs? Ich habe mich noch gar nicht so richtig umgeschaut. Und hier könnte es Eier geben. Sehr schön. Eins zumindest schon mal. Und reicht es für Grassuppe? Nee, Grassuppe noch nicht so richtig. Oder nur für eine. Dann nehme ich doch noch mal ein bisschen was von dem frischen Gras mit. Noch mal ein bisschen Holz. Oh, und gleich poppt mir diese Irori-Station. Ich muss aufpassen, dass ich einen Slot freilasse. Wenn die plötzlich in mein Inventar poppt und ich mich nicht mehr bewegen kann. Auch noch mal so ein großer Tempel. Der sehr schön aussieht. Da könnt ihr mir auch schön Gärten auf den Zwischenebenen einrichten. Aber ich glaube, mein Tempel oder Palast ist groß genug. Erstmal. So, gleich müsste es soweit sein. Dann habe ich auch wieder eine Axt. Ne, 2 Minuten noch. Oh, das ist jetzt natürlich bitter, aber
Doch, warte mal, wir machen das so. Und noch ein bisschen Geld? Ah nein, jetzt habe ich tatsächlich die Taschen voll. Okay, wir machen das mal so. Und wo war dieser Zombie? Und da ist ein Bär. Den Bären mit dem halb kaputten Knüppel zu machen, das ist nicht so schön. Oh, was sind denn das für Figuren? Wow. Sehr cool. Gut, es gibt so viel zu sehen und dabei wird schon wieder spät, wie ich merke. Halt. Wie viel Holz habe ich? 279. Nicht viel, aber es reicht gerade so. Bin jetzt auch einfach etwas planlos um den Block gelaufen. Noch eine knappe Minute, dann habe ich einen Irori und habe direkt auch was ich nach Hause bringen muss. Ich habe Blumen schon in der Tasche, also kann ich gleich noch ein paar mehr mitnehmen. Allerdings, ja, Federn habe ich auch. Oh. Was seid ihr denn für eine Krabbelhorde? Ach so. Das liegt an dem Dach. Ich dachte schon. Kleine Wanderhorde. Ugh. Oder eher gesagt, große Wanderhorde. Und da kommt schon wieder einer. So, ein bisschen aufpassen. Nicht gut. Sind ein bisschen viele. Jawohl, jetzt muss ich aber noch mal zurückgehen. Die Pfeile holen. Au! Oh nein! Oh nein! Oh, ich habe keine Ausdauer mehr. Dieses Wegrennen ist einfach nicht drin. So, ich glaube, ich habe ein paar auch einfach abgehängt. Keine Ausdauer. Gar keine. Gib mir einen Moment. So. Der hier, der hat mich erwischt. Dafür habe ich ihn jetzt erwischt. So, waren noch irgendwo Pfeile übrig? Nee, aber Zombies. Oh, gleich war's das mit meinem Knüppel. So, sehr gut. Oh, dann machen wir die restlichen auch noch. Jetzt hat der Knüppel ja wieder Wumms. Und ich könnte mich so langsam den besseren Knüppeln nähern, wenn das so weitergeht. Das muss leider hier bleiben.
So, was war denn hier noch? Habe ich irgendwas übersehen? Nee, aber ich sollte, es ist jetzt auch 19 Uhr, ich sollte mal zusehen, dass ich mein Zuhause wiederfinde. Da irgendwo. Aber schon toll, wenn ich sehe, was hier noch für wunderschöne Gebäude auf mich warten. Das hier ist auch so ein Riesending. Mit diesen Höfen, da traue ich mich immer erstmal gar nicht rein. Ah, hier ist meine Mauer. Sehr schön. Könnt ihr auch hier vorne mal so eine Abwurfkiste machen, wo ich ein bisschen Kram reinwerfe, damit ich jetzt ein bisschen Eisen hätte. Könnte ich auch die mal anfangen, irgendwas zu reparieren. Aber Eisen habe ich nicht dabei. Also zurück zum Haupteingang. Ach so, Holz wollte ich noch mitnehmen. Da habe ich, glaube ich, schon reingeguckt. Ja. Der ist schon leer. Und hier gibt es noch ein bisschen Holz. Auch schon wieder finster. Hier ist irgendwo ein Zombie. Merke ich schon, wenn mir der gleich von hinten irgendwo drauf haut. Oh nein. Ach. Ich hoffe, dass sich Rinde nicht als irgendwas super Wertvolles rausstellt, weil ich so viel davon jetzt schon weggeworfen. Und werde es weiterhin tun. Ich glaube, man kann sie nicht essen. Kann man sie essen? So, hat sich das überhaupt gelohnt für Holz? Ich habe 400 Holz. Das sollte erstmal reichen. So, und jetzt habe ich die Möglichkeit, bei Tageslicht noch mein Irori aufzustellen, wobei ich eigentlich den Irori gerne innen aufstellen würde. Und ich hatte ursprünglich den Plan, die Mauer durchzuhacken, einfach mal nachts, wenn ich eh nichts zu tun habe. Aber das ist natürlich schwierig jetzt, weil das kann ich jetzt nicht vorher machen. Und ich muss den jetzt aufstellen. Also machen wir das anders. Und ich renne noch mal kurz in den Tempel rein und stelle den da einfach auf, glaube ich. So, ich brauche aber gleich noch mal ein bisschen Licht. Hoffe immer noch, es sind keine Zombies nachgewachsen. So friedlich hier. Es gibt auch noch keinen standardisierten Weg nach oben, außer über den Buddha. Aber das ist eher so der Weg, den die Zombies nehmen würden. Ach, ich muss wahrscheinlich die Räucherstäbchen-Dinger wegmachen, damit der Buddha nicht den Weg nach oben liefert. Gut, dann habe ich aber hoffentlich genug Woodframes, um hier nochmal zu gucken, ob das denn. Oh, bin durstig. Schon wieder? Ja, aber jetzt kann ich. Nein. Habe ich irgendwie den falschen Punkt erwischt? Ist ganz schön schwierig, da immer die richtigen Sachen. So, das geht. Hier, das sollte eigentlich mein Zuhause werden. Wo aber auch schon klar ist, wenn es die Zombies über den Buddha raufschaffen, dann bin ich geliefert. Und ich nehme mal an, irgendwo hier hinten. Ich weiß nicht genau. Ah, wahrscheinlich da oben erst. Vielleicht gibt es hier auch gar keinen Weg direkt zu mir. Ich muss mal gucken. Kann ich sehen, wie hoch ich bin? Höhe plus 96 Meter. Okay, ich muss mal gucken, was auf der anderen Seite ist. Vielleicht wäre es auch smarter, gleich auf dem Dach zu bleiben. Da denke ich noch mal drüber nach.
Plus 96 Meter. Mal gucken, was oben ist. Dann wissen wir mehr. Und es ist auch Zeit, sich langsam zurückzuziehen. Parkour. Ja, Parkour ist bei diesem Gehüpfe natürlich ganz schön aufgelevelt. Jetzt bin ich neugierig. Also hier bin ich. Hier bin ich auf 96 Meter und da oben natürlich deutlich höher. Das heißt, eigentlich komme ich wahrscheinlich ein bisschen erhöht raus und könnte dann da aber eine Treppe nach unten. Oder das ist hier schon die Decke. Das könnte auch passieren. Hm. Ich werde das rausfinden. Ich habe natürlich hier draußen auch genügend Platz, aber schöner wäre drinnen. Okay, da muss ich noch mal einen Moment drüber nachdenken. Außerdem fange ich heute Nacht schon mal an, ein bisschen mich durch die Wand zu hacken. Euch erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne den Daumen hoch da und abonniert den Channel für weitere Videos. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.